Das OCG legt vor und zeigt, wie es gehen kann. Aber ist das genug, um Yu-Gi-Oh! Zu retten? Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und entschuldigt, dass es gerade so dramatisch war, aber es ist ja gerade irgendwie Konsens, würde ich nicht sagen, aber viele Leute sagen, dass Yu-Gi-Oh! Ja, in einer Sackgasse ist, am Sterben ist, wie auch immer. Und das hat auch mit der letzten Bandes zu tun, weil die aus der Sicht von vielen Leuten zu wenig verändert hat. Ich finde, die Liste war gut oder zumindest solide. Es hätte meiner Meinung nach auch noch mehr passieren können, aber es war keine schlechte Liste. Aber im OCG kam eine neue Bandes draus, weil die immer ein paar Monate weiter sind als wir. Und die gucken wir uns heute mal an, denn da haben sich einige Sachen getan, die meiner Meinung nach auch sehr geil sind. Und wir gucken jetzt drauf, was das für uns bedeutet. Denn vieles, was im OCG passiert, passiert ja auch dann bei uns. Nicht alles, ne? Aber einiges. Und ich glaube, da kann man schon mal ganz gut abschätzen, was das dann bei uns bedeutet. Und deswegen gehen wir jetzt mal direkt rein in die OCG-Bandlist. Und zwar haben sich als erste Karte, wir gucken uns jetzt hier nur die Änderung an, und zwar Beatrice verboten. Wurde bei uns vorher schon verboten, also das ist bei uns tatsächlich früher passiert. Und deswegen, da muss man nicht so viel drüber reden, ist ein total nachvollziehbarer Hit, weil die, also mit der Fiendsmith Engine ist Beatrice einfach zu leicht zu beschwören, zu krass, man kann zu viele dumme Sachen damit machen, deswegen, das skippen wir jetzt direkt mal und gehen auf die erste Karte, die anders ist als bei uns, das werden viele sein in dieser Liste, und zwar ist das Diabelza, die schwarze Hexe, bei uns noch auf 3, bei denen auf 1. Und das Ding ist, die fahren hier den Ansatz, weil Asamina kam hier raus, das Deck, was dieses Deck hier auch nochmal krass gepusht hat, also weil das ja mit Diabelza und Snake Eye und so auch zusammenhängt. Und Asamina ist so stark, dass Snake Eye auf jeden Fall wieder eins der besten Decks war. Tatsächlich nicht das beste Deck, also nicht Tier 0. Es gibt andere Decks, die besser sind. Aber weil es jetzt so lange Tier 1 war und so gut, haben sie sich entschieden, das Deck zu hitten. Und bei uns wird oft nicht so auf die Consistency gegangen. Hier haben sie wirklich nur Consistency jetzt gemacht. Sie haben nichts verboten von Snake Eyes, aber sie haben jetzt Diabelza zum Beispiel auf 1 gemacht, was hat einfach die die Starter noch mehr limitiert. Und ich glaube, sie haben das quasi mit allen Startern gemacht, weil bei denen ist ja auch Wanted, meine ich, schon auf 1. Das heißt, jetzt Diabelza ist auf 1. Pappe ist jetzt bei denen auch auf 1. Wir reden jetzt erstmal darüber, glaube ich. Graveur geht jetzt auf 1. Wobei, wir gehen es doch mal nach und nach durch. Also auf jeden Fall Diabelza auf 1 halt schon ganz geil, weil jetzt halt einfach dann Snake Eye Asamina noch mehr geschwächt wurde. Es ist immer noch spielbar, aber halt so inconsistent, dass sich wahrscheinlich nicht lohnt. Und bevor wir über die nächste geile Karte reden, die zurückkommt, Meisterpiece, der wahre Drachoschlachtkönig, würde ich euch gerne empfehlen. Checkt auch sehr gerne mal den Link zu Gate to the Games in meiner Beschreibung aus. Da bekommt ihr nämlich 5% Rabatt mit meinem Rabattcode. Und wenn ihr was findet, freue ich mich sehr, supportet mich ein bisschen. Und ja, jetzt geht's aber auch weiter mit unserem Video. Und zwar, Masterpiece ist eine Karte, über die ich auch in meinem Bandlist-Video schon gesprochen habe. Und ich sehe sie zwiegespalten, aber ich finde, es ist die einzig geile Karte bei True Draco. Nichts gegen True Draco-Spieler, so. Das Deck, ich verstehe, warum man das gerne spielt. Und diese Karte ist einfach ein mega geiles Bossmonster. Und ich denke mir, ey, warum nicht? Bring das zurück. Wenn es zu schlimm ist, kann es ja wieder weg. Deswegen, ich hoffe, dass das bei uns auch passiert. Weil, ja, Masterpiece ist halt einfach cool. So, der ist halt echt stark, weil der ist unaffected von den Sachen, die für ihn als Tribut angeboten wurden. Also für die Leute, die den Effekt nicht kennen, ihr könnt ihn halt beschwören, auch im Zug des Gegners mit den True Draco-Karten, wenn man da im Zug des Gegners auch Tributbeschwörungen und Specials machen kann und so. Und bei ihm ist es halt so, er ist unaffected von den Sachen, die für ihn als Tribut angeboten wurden. Und du bietest zwei Sachen an, das heißt, wenn du Zauber und Falle anbietest, ist er unaffected von Zauber- und Falleneffekten. Wenn du Monster und Zauber anbietest, Monster und Zauber, das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Dann hat er noch gute Stats, fast 3000, also 2950 Angriff und Verteidigung. Und er kann als Schnelleffekt einmal pro Spielzug eine Karte auf dem Spielfeld zerstören, was halt echt, echt stark ist. Deswegen, sehr gutes Monster, aber von mir aus, ich bin ja eh ein Fan davon, lieber mehr zurückbringen und dann wieder auf die Bandlist tun, falls es zu krass ist, weil ich mag das total, mit so neuen Sachen, die von der Bandlist zurückkommen, rumzuprobieren, deswegen Konami, TCG, bitte auch bei uns. So, dann Schlangenauge Pappe ist die nächste Karte, die bei denen auf 1 geht, müssen wir auch nicht viel drüber reden, ist bei uns auch passiert, auch einmal für die Consistency, ich denke, das ist ein guter Hit. Hätte man das Deck wirklich killen wollen, hätte man die auch einfach verbieten können, aber mein Gott, das TCG macht halt so. Und dann eine Karte, ja, Tenfall Drache Chandra ist
Nicht safe, denke ich, dass es bei uns passiert. Es kommt jetzt ganz stark darauf an, wie Tenpai in den nächsten 2, 3 Monaten hier bei uns im TCG performt. Wenn es underperformt, wird das bei uns nicht passieren. Wenn es weiterhin Tier 1 bleibt und Events gewinnt und toppt, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass das passiert. Ich fände es sehr schade, weil ich Tenpai sehr mag. Aber wenn es passieren würde, dann wäre es so und das wäre dann auch nachvollziehbar. Wenn das Deck ist halt mega stark und Chandra zu limitieren, lässt das Deck genauso spielbar, wie es ist, aber es hat mehr Choke Points und das ist an sich ja ganz gut. Tenpai war jetzt ja auch recht lange und bei uns wird er mindestens noch 2, 3 Monate ein Top-Meta-Deck von daher. Und es ist ein Budget-Deck. Das bedeutet, wenn die das hitten, dann, wenn zum Beispiel wenn Chandra gehittet wird, dann verlierst du keine Karten, die irgendwie 30, 40 € gekostet haben oder so und das ist halt mega. So, dann, ja, Unterweltlerschmied Graveur. Bei denen ist die Engine natürlich auch jetzt schon 3 Monate länger draußen, das muss man auch immer sehen, deswegen können die das auch einfacher hitten und bei denen war das bestimmt wieder auch in anderen Rarities verfügbar und nicht nur in Secret Rare. Aber dass die Karte auf 1 geht, finde ich auch sehr gut. Auch hier nichts wird verboten, es ist immer noch spielbar, aber ja, sie haben halt die Consistency noch weiter runtergeschraubt. Ich für meinen Teil hätte lieber, und ich hoffe, dass bei uns eher das passiert, die Underworld Goddess, also nicht die Underworld, sondern die kleine Goddess, ihr wisst, was ich meine, das Link 2 Monster, dass die verboten wird, weil sie ist die Brücke, die Fiendsmith in jedem Deck alive macht und ich denke mir, nee, warum? Fiendsmith soll man nicht in jedes Deck reinhauen können, zumindest nicht dadurch, dass du 2 generische Monster beschwörst und dann diese Underworld Goddess machst und dann den Graveur zum Beispiel suchst. Das finde ich mega dumm. Wenn das nicht so der Fall wäre, dann könnte man die komplette Engine von mir auch unangetastet lassen, weil es ist ja eine coole Engine, du verstehst mich nicht falsch, ne? Nur sie sollte nicht in jedem Deck spielbar sein. Aber das ist halt hier der Weg vom OCG. So, dann Phantom von Yubei, ich bin mir zu... Ja, 100% ist ein bisschen krass, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass das bei uns auch passieren wird. Phantom von Yubei auf 1, weil die Karte einfach krass ist, wenn man sie 2x pro Zug rufen kann. Es ist eine mega gute Karte, aber ich denke, das wäre völlig fein, wenn die auf 1 geht. Yubei würde immer noch richtig stark bleiben, aber das wäre einfach deutlich fairer. So, und jetzt tatsächlich ein paar Karten, die wir skippen. Rotäugiger dunkler Dragoner, wobei, was heißt skippen, wir gehen ganz drauf, kurz auf rein. Die ist bei uns schon auf 3, ist bei denen jetzt zurückgekommen. Bei denen ist Anaconda mittlerweile auch verboten, schon seit längerem. Deswegen ist Dragoon, der macht halt nichts. Ist eine mega geile Karte. Wenn man ihn aufs Feld bekommt, heftig, aber ist halt nicht so leicht, ihn aufs Feld zu bekommen. Und das ist wieder das Ding. Wenn Dragoon in jedem Deck einfach so machbar wäre, wäre der ein riesen Problem. Ist er aber nicht und deswegen ist er kein Problem. Ne? Nochmal wegen der Fiendsmith Engine. Wenn man die nicht in jedes Deck reinhaben kann, ist es kein Problem. So, und deswegen, dass Dragoner zurück ist, ja, finde ich, also habe ich gar keine Meinung zu, ich mag die Karte. Zodiac Drachzack. Ja, die ist jetzt im OCG auch wieder auf 1 und ganz ehrlich, ich hoffe, dass es bei uns auch passiert. Denn ich finde, Zodiac ist ein cooles Deck. Also, ich persönlich mag es nicht so gerne zum Spielen, aber ich mag es, wenn es solche Decks gibt, die vorhanden sind. Das Deck macht keine komplett unfairen Sachen, aber es ist trotzdem stark, es ist eine coole Strategy, die man spielen kann. Von daher, gerade mit Masterpiece zurück, gibt es ja auch Chudraco Zodiac-Varianten und so. Mal gucken, was im OCG so passiert, aber ich persönlich finde das ein gutes Ding. Wie gesagt, Sachen zurückholen finde ich nice. So, jetzt eine Sache, die ganz anders ist als bei uns. Die Karte war schon auf 2 bei denen und wurde jetzt limitiert. Und zwar Leuchtfeuer. Leuchtfeuer hat auch eine Consistency-Hit für Snake Eyes. Und ich persönlich würde das nicht machen. Ich bin nicht so, also Consistency-Hits sind schon gut, finde ich teilweise. Aber bei so Snake Eyes und so ist, finde ich, sowas nicht das Problem. Ich würde es feiern, wenn bei uns eher der Ansatz kommt mit Flamberge oder Pappel, dass die verboten werden. Leuchtfeuer hilft halt auch anderen Decks, wie halt, also das ist ja immer so und man muss auch immer auf die Meta-Decks gucken, ne? Dass diese Karte jetzt für Ashend geil ist oder auch für Centurion oder für das neue Raziel-Deck-Thema, was bald rauskommt, ne? Geschenkt, man muss immer auf die Meta-Decks gucken, die das benutzen, aber ja, da bin ich gespannt, was bei uns passiert. Es würde mich sehr wundern, wenn die auf 1 geht bei uns. Aber wenn sie den gleichen Ansatz wie im OCG fahren, dann wird das passieren. Dann werden die auf 1 setzen, auch die Witch auf 1. Ja, dass das Deck einfach weniger consistent wird, so. Dann haben wir hier Trakt des Unterweltlerschmieds, auch einfach consistenziert für die Fiendsmith Engine, dass man halt nicht mehr 6 Kopien im Deck hat, sondern jetzt quasi nur noch 2, weil man noch einmal die haben kann und nur noch einen Engraver. Finde ich aber auch gut. Und dann, ja, muss man nicht drüber reden, die ist bei uns, glaube ich, schon wieder auf 3. Ne, sie ist bei uns noch auf 1, die ist beim Master Duel auf 3, okay. Schnappstahl. Die wird aber auch weiter hochgehen, auch bei uns, denke ich. Schnappstahl ist eine richtig geile Karte, wird aber nicht gespielt, weil sie halt momentan
im Vergleich zu Karten wie Überläufer oder so einfach schlechter ist, weil das Spiel so schnell ist. Es lohnt sich meistens nicht, ein Monster des Gegners zu klauen und zu behalten. Wobei ich Schnappsteuer schon sehr, sehr geil finde. Also im richtigen Deck kann die schon richtig cool sein, deswegen ist es gar kein Problem. Wir gehen nochmal schnell über die Halblimitierten drüber, weil da ist nämlich auch was Krasses passiert. Wir haben Pankratops auf 2, ist bei uns glaube ich auch schon so. Eva auf 2, cool für Drytron und so. Geschwindigkeitsrohr Terrorkreisel auf 2, ich glaube die ist bei uns sogar schon auf 3, ne? Ja, die ist bei uns schon auf 3. Lüsterpenne Drachobezwinger ist bei uns auch auf 3, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ist einfach nur, weil bei denen glaube ich, oder ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass bei denen Electromite auf 1 ist und das heißt, Panel-Decks sind generell stärker, aber ich glaube, man kann das mittlerweile wieder zurückbringen. Und jetzt das Krasseste. Maxi auf 2. Warum ist das so krass? Das OCG hat diese Karte seit Jahren und es ist quasi der Grund, warum das OCG sich so stark vom TCG unterscheidet. Wenn es Maxi nicht gäbe, dann könnten wir wahrscheinlich 1 zu 1 die Meta aus dem OCG immer für 3 Monate später im TCG übernehmen, weil Maxi ist so eine meta-definierende Karte. Warum ist das so? Ich habe da schon häufiger drüber geredet, aber ich sag's einfach nochmal. Maxi ist so eine Karte, jedes Deck spielt sie. Wirklich jedes. Vielleicht gibt es ganz wenige Ausnahmen, aber jedes Deck spielt diese Karte und jedes Deck spielt auch Konter dagegen. Das heißt, jedes Deck spielt oder hat bis jetzt 3 Maxi gespielt, 3 Ash Blossom gespielt, einfach um das zu kontern. Und dann auch noch, die haben, glaube ich, 2 Cult by the Grave und einen Crossroad Designator auch. Das heißt, man hat 9 Karten schon gespielt. Einfach nur, weil es Maxi gibt. So, und diese 9 Karten waren fast in jedem Deck vorhanden. Manchmal in anderen Ratios, manchmal halt auch kein Cold, bla bla bla. Aber ihr wisst, was ich meine. 6 bis 9 Karten wurden auf jeden Fall immer in jedem Deck gespielt. Und was das einfach mit einer Meta macht, wenn du Karten spielen musst, ist schon heftig. Ich bin gespannt, wie das bei uns mit diesem neuen Mulchami wird. Mit diesem Furaboss heißt der, glaube ich. Der schon auch krank gut ist, aber nicht so stark wie Maxi. Weil einfach weniger gezogen wird und es geht nur, wenn man keine Karten kontrolliert und so. Aber Maxi war so meta-definierend, jedes Deck hat die gespielt, auch wenn es eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat, Handtraps zu spielen, weil das einfach so krass war. Und dass das OCG die Karte jetzt auf 2 macht, ist ein Zeichen, dass sie die Karte wahrscheinlich verbieten wollen, weil sie selber merken, ey, eine Karte, die immer gespielt wird, das mochten wir eigentlich noch nie, wenn jedes Deck eine bestimmte Karte spielen muss. Und dass die Maxi jetzt langsam rausnehmen, ich denke, auf der nächsten Liste wird die auf 1 oder 0 gehen und spätestens auf der Liste danach komplett auf 0, weil wir diese Mulchami-Karten haben, die das gleich übernehmen, aber schwächer sind und die mehr Skill erfordern, weil man halt planen muss, okay, welche Mulchamis spiele ich, in welcher Meta. Die sind generell einfach schlechter, das heißt, die sind nicht so krass, wenn du sie hast und schon ein Board aufgebaut hast, weil bei Maxi ja heftig, wenn du irgendwie, du hast ein Board aufgebaut mit 5 Interruptions, dann wirfst du Maxi ab, was soll dein Gegner dann noch machen, wenn du noch Enhandraps danach reinziehen kannst für jedes Special, die er macht, so. Deswegen, Maxi, dass die auf 2 geht, ist huge, meiner Meinung nach, weil ich denke, das zeigt, dass erstens bei uns sie auf gar keinen Fall zurückkommen wird. Das haben ja auch manche Leute predicted. Vielleicht kommt bei uns Maxi zurück, um das so zu handeln wie im OCG. Zum Glück, aus meiner Sicht, ist das nicht so, sondern es scheint eher so zu sein, dass das OCG sich an uns, an das TCG angleichen will. Ist nur eine Vermutung. Vielleicht wollen sie die auch weirderweise auf 2 lassen, kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich denke wirklich, Maxi soll rausgehen und dafür sollen die Mulchamis reinkommen. Es wird ja sehr, sehr wahrscheinlich auch noch ein Mulchami angekündigt im nächsten Hauptset oder so, die dann dafür ist, falls Karten vom Banish oder vom Grave gespecialt werden, dass man eine Karte ziehen kann. Also, dass es 3 Mulchamis gibt, die quasi alles abdecken. Und das ist halt schon sehr gut. Karten, die man nicht aktivieren kann, wenn man selber Karten hat und die, wo der eine Maxi-Effekt auf 3 verschiedene Karten aufgeteilt ist, macht es so viel mehr balanced und ja, deswegen sehr, sehr geil und ich hoffe, dass das zeigt, in was für eine Richtung sich Yu-Gi-Oh! Generell entwickelt. Dass es Handtraps weiterhin geben wird, finde ich völlig fein. Ich hasse Handtraps nicht so wie andere Leute, aber ich finde, Handtraps sollten nicht so sein, so omnipräsent, dass eine Handtrap immer krass ist, sondern dass es so krass meta-abhängig ist und dass es auch, ja, einfach mehr Skill erfordert, bestimmte Handtraps zu benutzen. Maxi war keine Skillkarte. Wenn du sie hattest, hast du sie benutzt, weil sie einfach so krass ist. Okay. Dann Fusionsschicksal. Achso, erstmal MX-Säbelbeschwörer ist bei uns noch verboten. Ja. Geht da aber auf 2. Ich glaube, die könnte bei uns auch zurückkommen. Würde ich gerne ausprobieren. Würde halt auch einfach Zoodiac True Draco zum Beispiel oder einfach Zoodiac pur verstärken. Lasst es uns doch probieren. Habe ich nichts gegen. Dann Fusionsschicksal, die ist ja bei uns auf 3. Ja. Geht da jetzt wieder auf 2 hoch. Wie gesagt, solange man Anaconda nicht hat, sind diese ganzen Fusionskarten gar kein Problem.
So, und dann eine Karte, das würde ich bei uns auch gerne sehen. Goldsarkophag. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei uns auf der nächsten Liste auch passiert. Aus folgendem Grund. Goldsarkophag ist einfach Support für das neue Malice-Deck-Thema, was ja bei denen auch rausgekommen ist schon. Und das Deck-Thema, was da krass rasiert, ist halt Raziel. Und Malice und dieses Pokémon-Deck-Thema, ich habe gerade vergessen, wie es heißt, aber das, wo die Karten so ein bisschen an Groudon, Rayquaza und so angelehnt sind, das macht halt gar nichts, obwohl ich das mit Abstand am coolsten finde, vom Playstyle und so. Aber Raziel ist halt mega krass und das kann Malice ein bisschen pushen, aber Goldsarkophag pusht auch andere coole Decks, für mich natürlich Thunder Dragon, mega geiler Push dafür und es ist auch ein geiler Push für solche Sachen wie Dragunity oder so, weil man damit halt einen Tempest banishen kann und dann sucht man sich einen Remus und so, mega mega gut. Goldsarkophag finde ich persönlich eine sehr geile Karte, kann von mir aus wieder zurückkommen. So, und dann noch ein Jubel-Hit im OCG, Albtraumthron geht auf 2, einfach ein bisschen Consistency. Ich denke, das ist gut. Ich weiß nicht, was die da sonst mit Jubel haben. Ich glaube nichts, aber Jubel dominiert da auf jeden Fall nicht die Meta. Das ist ein sehr, sehr gutes Deck. Und hier die Consistency ein bisschen runter zu schrauben, ist, glaube ich, einfach solide. Dann hat man das, ein bisschen weniger Handtrap Protection, dadurch, dass Spirit of Jubel auf 1 ist. Und ja, das ist, glaube ich, schon. Und nicht Spirit of Jubel, Phantom of Jubel, so. Genau, so dann hier markiert eine Eröffnung, die war auf 1 tatsächlich bei denen, also Branded war noch ein bisschen krasser gehittet, geht jetzt wieder auf 2, ich glaube nämlich bei denen ist Branded Fusion auch auf 1, was ja bei uns auch passiert ist jetzt, von daher völlig fein und dann eine Sache, die ich gar nicht checke, wobei doch, die war auf 3 voll, Gozen Match geht auf 2 runter, den Ansatz finde ich ja persönlich sehr gut, dass Floodgates immer weniger werden, weil Floodgates sind einfach nicht geil. So, meiner Meinung nach, zumindest nicht solche, die einfach, ja, wenn du sie going first flips, teilweise komplette Turns banden. Ich weiß, man kann drüber streiten, gerade so Floodgates, die man halt auch zerstören kann, wie fair das ist und so, finde ich manchmal fein. Aber wenn sie auf 1 sind, hat man sie ja immer noch, aber es ist halt nicht mehr so nach dem Siden, man tut die dreimal rein und gewinnt dadurch so. Von daher, Gozen Match, finde ich super, dass sie auf 2 geht, hätte auch auf 1 gehen können. Und nicht länger auf der Liste, hier gehen wir jetzt nicht auf alles ein. Es sind einfach alle Dragon Ruler kommen zurück, eine Spiral-Karte, Kirin geht auf 3, Plüschfeuer geht auf 3, Zeus geht zurück auf 3, die war bei denen nur auf 2. Blitzsturm und Raigeki tatsächlich auch, die sind ja, also bei Blitzsturm ist ja bei uns auch nur auf 2, ne? Ganz kurz, ja, geht da aber wieder auf 3, finde ich auch gut, also, keine Ahnung, die hat auf, also, dass die auf 2 war, hat irgendwie eh nicht so viel gemacht, Raigeki ist bei uns schon auf 3 und bei dem war tatsächlich noch meine Freundin Purely, limitiert und ganz kurz, das Secret Rare von dieser Karte sieht so geil aus. Ich habe mir tatsächlich auch die ganzen Purely Sachen in ein bisschen höherer Rarity nochmal bestellt. Aus der Tin werde ich auch noch ein Video zu machen, wenn die Sachen alle ankommen. Aber sehr, sehr geil und ja, Purely cooles Deck, von daher finde ich total fein. So, jetzt nochmal kurz ein Fazit zum Ende. Denke ich, dass diese Banlist Yu-Gi-Oh! Rettet. Erstens, ich bin ja nicht der Meinung, dass Yu-Gi-Oh! Gerettet werden muss, verbessert werden. Ja. Da kann man auf jeden Fall, oder da sollte einiges werden, komischer Satz, nochmal richtig, es sollte einiges verbessert werden auf jeden Fall. Aber vieles, was in Yu-Gi-Oh! Schief läuft, in Anführungsstrichen, das ist eher bei uns mit der Preispolitik, wie die Sets aufgebaut sind, mit, dass die besten Karten nochmal die Secret Rares sind, so wie es bei uns wieder Fuvaros, die halt wahrscheinlich 80 bis 100 Euro kosten wird, weil es so eine gute Karte ist. Das möchte ich einfach, dass das wie im OCG wird. Mit den verschiedenen Rarities so. Aber das sind andere Probleme. Rein vom Gameplay, finde ich, hat Yu-Gi-Oh! Gerade gar nicht so große Probleme. Aber diese Banlist ist eine, die ich mir bei uns auch wünschen würde. Eine, die ein bisschen härter das anpackt. Von mir aus gerne noch härter. Man kann Snake Eyes, auch wenn es zum Beispiel mein Lieblingsdeck Infernoid supportet. Snake Eyes war so lange Top-Meter. Man könnte das Deck auch einfach mal komplett rausnehmen aus dem Leben. Aber generell, so eine Banlist geht in die richtige Richtung. Und das Max C so auf 2 gegangen ist, zeigt für mich, dass das OCG sich anscheinend an uns angleicht. Und wer weiß, man darf ja noch träumen. Vielleicht werden irgendwann die Banlists zusammengelegt, dass alles gleich ist und wir eine einheitliche Banlist bekommen zu einem festen Zeitpunkt am besten. Das wäre richtig geil. Und ey, wer weiß, vielleicht eines Tages sind die Releases sogar gleich mit OCG und TCG. Das wäre natürlich der Dream, finde ich. Das wäre richtig, richtig geil. Aber
das sind jetzt alles nur Spekulationen. Erstmal muss ich sagen, ich finde, dass es eine sehr gute Banlist. Ich denke, bei uns wird sie ähnlich aussehen, die nächste. Natürlich hängt es total ab, wie sich die Meta entwickelt. Aber ich persönlich finde sie sehr, sehr nice und finde, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und auch da muss man sagen, Konami, good job. Ich weiß, es ist nicht Konami Europa. Das sind verschiedene, nicht, ja, Konzerne nicht, aber verschiedene, ja, Distributoren, so. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, good job, finde ich geil. Und was mich noch interessieren würde, ist eure Meinung. Was sagt ihr zu dieser Banlist? Denkt ihr, dass diese Banlist, wenn sie bei uns kommen wird, was ändern wird? Und was seht ihr negativ? Oh, bei negativ fällt mir noch eine Sache ein. Dieses Deck hat Raziel tatsächlich nicht angegangen. Raziel ist gerade das Tier 1 bis Tier 0 Deck da. Und die einzige Karte, die Raziel gepusht hat, war Leuchtfeuer, die um 1 runtergegangen ist. Vielleicht haben sie es deswegen auch da gemacht. Man muss gucken, ob das bei uns überhaupt auch so einschlägt. Ist ja dieses Exist-Deck-Thema, was ziemlich gut ist. Ich bin sehr gespannt. Neues Deck, erstmal habe ich da gar nichts gegen. Aber das könnte man hier vielleicht kritisieren, dass das quasi nicht angegangen wurde. Aber das war es jetzt mal von mir. Wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare. Und generell einfach Like, Kommentar und Abo halt. Supportet mich enorm, würde mich sehr freuen. Genau wie wenn ihr den Link zu Gate to the Games auscheckt. Folgt mir auf Instagram, drückt die Glocke und den ganzen Bums. Und Leute, ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Euer Francis Gaming.